Ich will gerade wegschauen, da treffen sich unsere Blicke erneut. Doch dann sehe ich, wie seine Augen nach unten zu meinem Hemdausschnitt wandern. Er halte ein wohlwollendes Lächeln, welches von blitzenden Augen begleitet wird. Ich verstehe das gar nicht, da ich heute ein lässiges Männerhemd trage und fast bis oben zugeknöpft bin. Plötzlich werde ich abgelenkt, da jemand hinten an meinem Hemd zupfelt. Also es nach unten zieht, hä? Schatzi, du stehst fast im Freien. Dein Knöpfchen ist aufgegangen. Alle Männer hier schauen dir fasziniert in dein Dekolleté. Oder anders, sie fallen dir schier hinein, weil man dein wundervoll leuchtendes blaues Dessous-Teilchen sehen kann. Und mehr natürlich. Daher mein Hemd zupfeln. Wollte hier für Ruhe sorgen. Tinker, Tinker, mit dir kann man wirklich nicht weggehen. Ups, peinlich. Ach, was soll's. Toni hat die Lage ja gerettet. Schnell schließe ich das Hemd wieder ordentlich zu. Toni grinst vor sich hin und ich erhasche auch den lachenden Blick des Musikers. Nun, das ist ja jetzt fast noch peinlicher. Egal, weiter geht's. Die Band sammelt sich, macht geile Musik und wir gehen tanzen.